Hallo meine Lieben und herzlich willkommen hier in meinem Telefon zu einer neuen Folge von Final Fantasy der Pocket Edition. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch viel, viel Spaß mit der heutigen Folge. Und ich habe ja so ein bisschen Angst, da genau jetzt lang zu laufen, denn ich weiß nicht, was uns da erwartet. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ja, gucken wir mal. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Ich hab Angst, da jetzt hinzugehen, ne? Wow, aber der sieht unfassbar schön aus. Bitte gib mir Kraft. Für den Kampf. Was? Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten die Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Schaden von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwähnt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Arden. Allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Arden Luces Kailum. Mein Name. Hä? Von der Nisunia? Noct. Dich als Sterblichen zu töten, bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall. Werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Sind wir in dem Kristall? Oha, Bahamut! Bahamut, Leute. Wow. Was möchtest du Bahamut fragen? Oh mein Gott. Was ist das für ein Ort? Im Herzen des Kristalls. Dort, wo die Seele des Planeten ruht. Dieser heilige Ort birgt die Kraft.
Was ist aus den anderen geworden? Wer ist der gefallene Sohn wirklich? Also uns. Was ist diese Macht, von der du sprichst?
Wow. So, pardon, ich musste parallel heimlich nämlich hier mal aufstehen, weil mein Kaninchen gerade unfassbar laut an seiner Raufe rüttelt und ich habe versucht, ihm jetzt ganz leise so ein bisschen Heu zuzustecken, damit es uns das jetzt nicht hier so stört. Oh, pass auf, wir hätten Fertigkeitspunkte verteilen können, ne? Wow. Okay, wir haben das 9. Kapitel beendet, Leute. Wir haben noch ein einzelnes Kapitel jetzt vor uns. Das war die Rückeroberung. Ich bin ja fast am Überlegen, ob wir uns das nächste Kapitel, das letzte, ob wir damit auch wirklich das nächste Mal erst beginnen werden. Ich weiß, dann ist die Folge heute sehr, sehr, sehr kurz. Das tut mir dann auch sehr leid, aber das macht dann am meisten Sinn, ne? Heimkehr. Ich bin richtig, richtig, richtig gespannt, ne? Pass auf, wir werden jetzt einfach erstmal, genau, weil wir müssen ja wie immer irgendwie Daten runterladen. Wir werden da jetzt erstmal die Daten runterladen.